Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben hier einen Antrag vor uns liegen, der programmatische Fragen aufwirft, beantwortet und ganz locker das System der Sozialleistungen vernachlässigt. Ich will es möglichst kurz machen. Die NPD sieht die Gefahr des Holztodes. Deswegen soll ein Fördersystem geschaffen werden, das, Zitat, ausschließlich den deutschen Familien und Kindern zugutekommen darf. Zitat Ende. Ich lasse die Betonung des Deutschseins beiseite, denn das führt hier zu nichts. Aber Ihre Vorstellung, Ihre geldwerten Ideal, die haben mich dann schon interessiert und ich habe sie mir genauer angesehen. Aktuell hat ein Haushalt bestehend aus einer Mutter und einem Vater, beide SGB-II-Leistungsempfänger, mit einem 6-jährigen Kind einen Anspruch von 914 Euro. Zusätzlich wird die vollständige, angemessene Miete neben Heizkosten übernommen. Wir nennen das Kosten der Unterkunft. Kindergeld wird von der Familienkasse überwiesen und es wird als Einkommen berücksichtigt, also auf die Sozialleistung SGB II angerechnet. Bei einem weiteren Kind, das beispielsweise 12 Jahre alt ist, erhöht sich der Anspruch des ALG II bei diesem Beispiel auf 1.169 Euro, zuzüglich der Kosten der Unterkunft. Mit einem dritten Kind, sagen wir 15 Jahre alt, steigt der Anspruch auf 1.458 Euro, zuzüglich der Kosten der Unterkunft. Gehen wir nun von Ihren Antragsforderungen aus, dann wäre das Kindergeld kein anzurechnendes Einkommen mehr. Es würde also nicht auf die Sozialleistung SGB II angerechnet. Demzufolge erhöht sich der Anspruch auf die existenzsichernden Leistungen. Ich habe nachgerechnet und komme bei meinem Beispielpaar mit einem Kind auf eine Forderung von 1.098 Euro. Miete und Nebenkosten sind noch nicht mit eingerechnet. Zusätzlich mit einem zweiten Kind ergibt es einen Betrag von 1.537 Euro, zuzüglich der Kosten der Unterkunft. Und bei einem dritten Beispielkind komme ich auf 2.016 Euro netto, auch zuzüglich der Kosten der Unterkunft. Wenn ich jetzt noch Ihren gesamten familienpolitischen geldwerten Forderungen wie Muttergeld oder ein erhöhtes Kindergeld laut Ihrem Wahlprogramm zugrunde lege, dann lande ich beim letzten Fall bei insgesamt 4.413 Euro netto. Meine Damen und Herren, ich fange an, mich zu fragen, warum ich eigentlich hier noch stehe. Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, aber zurzeit keine Arbeit haben, die sollen auch Leistungen erhalten. Und die Kinder sollen existenzsichere Leistungen erhalten. Ich glaube, das steht außer Frage. Aber eine weitere existenzsichere Leistung noch aufzusatteln, das entspricht weder meinem Verständnis eines ausgeglichenen Sozialsystems, noch kann ich das mit dem Grundsatz, Arbeit muss sich lohnen, in Einklang bringen. Meine Damen und Herren, was soll ich den Menschen sagen, die nach einem anstrengenden Arbeitsalltag mit einem kleinen oder knappen mittleren Einkommen, das stets gerade über die Leistungsbemessungsgrundlage liegt, sagen. Sozialpolitisch sehe ich eine Schieflage, die völlig falsche Anreize schafft. Es steht zu befürchten, dass Ihre Rundum-Wohlfühl-Subvention mit familienpolitischem Touch langfristig auch die Generation mit dem Berufswunsch Hartz IV mit Kindern hervorbringt. Das wird mit uns nicht passieren. Ihren im Übrigen auch nicht gegenfinanzierten Antrag lehnen wir aus diesen Gründen ab.